Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zu Anwendungen des Vektorprodukts. Das Vektorprodukt ist gar nichts Neues, das haben wir schon gemacht, aber wahrscheinlich erinnert ihr euch daran unter einem anderen Namen. Ja, wir haben es kennengelernt unter dem Namen Kreuzprodukt. Da haben wir die beiden Vektoren gemacht, ein Kreuz dazwischen. Und es wird auch Vektorprodukt genannt, weil das Ergebnis, was rauskommt, immer ein Vektor ist. Und dieser Vektor etwas Besonderes. Genau, und zwar, wenn man den als Pfeil darstellt, dann steht er senkrecht auf beiden Vektoren A und B. Wir haben diesen Vektor A kreuz B hier auch mal dargestellt in Rot und wir sehen, der zugehörige Pfeil steht wirklich senkrecht auf dem Pfeil von B und senkrecht auf dem Pfeil von A. Wo haben wir das nochmal angewendet? Ja, das war beim normalen Vektor. Der normalen Vektor ist der Vektor, der senkrecht auf der Ebene und damit auch senkrecht auf den beiden Spannvektoren steht. Genau, also wenn A und B sozusagen die Spannvektoren wären, dann hätten wir ihn hier. So, das ist eine Anwendung. Es gibt jetzt auch noch eine zweite Anwendung dafür. Und zwar können wir, anstatt dass wir das Kreuzprodukt so betrachten, wie es ist, sagen, wir betrachten den Betrag des Kreuzprodukts. Zunächst mal, wo ist denn der Unterschied vom Ergebnis? Was kommt jetzt raus als Ergebnis? Ja, vorher kam ein Vektor raus und jetzt kommt der Betrag des Vektors raus und der ist ja einfach eine Zahl. Genau, und diese Zahl, die steht auch für eine Eigenschaft dessen, was wir hier geometrisch sehen können. Und was das ist, schauen wir uns jetzt an. Und zwar entspricht diese Zahl dem Flächeninhalt des von A und B aufgespannten Parallelogramms. Das Parallelogramm haben wir hier auch einmal dargestellt. Gut. Und mit dieser neuen Erkenntnis können wir gleich noch zwei, drei andere Formeln basteln, mit Hilfe derer wir jetzt Flächen und vor allem auch Volumina von Körpern viel einfacher ausrechnen können als bisher. Also, dass wir gerade eine Einführung gesagt haben, schreiben wir allgemein auf. Für den Flächeninhalt A eines Parallelogramms, das eben von den zwei Vektoren A und B aufgespannt wird, gilt das Folgende. Man kann den Flächeninhalt immer als Betrag des Vektorprodukts berechnen. Es gibt einen Sonderfall. Genau, und zwar, wenn wir ein Dreieck berechnen wollen, dann stellen wir uns mal vor, was heißt denn das, ein Dreieck, das von dem Vektor A und dem Vektor B aufgespannt wird? Naja, das wäre quasi, dass es hier zu Ende ist, an der Stelle hier. Und dann sehen wir recht deutlich schon geometrisch, das ist ja gerade die Hälfte von der Fläche. Und deswegen nehmen wir auch für das Formel, genau wie hier oben, Betrag von A kreuz B, aber eben ein halb mal den Betrag. Und dann haben wir die Fläche von dem Dreieck zwischen A und B, das quasi hier endet. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal bei Voluminas an. Wir haben hier aufgeschrieben für das Volumen V eines Spats. Was ist denn ein Spat? Gut, ein Spat, das haben wir bisher noch nicht so groß besprochen. Wir kannten bisher im dreidimensionalen Würfel oder die allgemeine Form davon ein Quader. Und ein Spat ist sozusagen ein Quader, der in eine Richtung gekippt, verschoben ist. Okay, also wenn ich mir hier die Skizze angucke, das heißt ein Quader, da wird der Vektor C gerade nach oben gehen, oder? Ganz genau. Das heißt, man kann, der Quader ist eine Spezialform vom Spat. Mhm. Das heißt, alles, was wir hier lernen, können wir auch dann benutzen, wenn der Vektor C senkrecht steht und wir sozusagen den klassischen Quader haben. Okay, und da haben wir eben eine Formel, dass man das Volumen berechnen kann als den Betrag von dem Vektor C mal, das ist dann das Skalarprodukt, mal A kreuz B. Oh, das sollten wir uns nachher noch am Beispiel machen. Genau, also A kreuz B wissen wir jetzt schon von da drüben. Das ist die Fläche zwischen dem Vektor A und B, also die Grundfläche hier sozusagen. Und dieses mal C sorgt dann für den dreidimensionalen Effekt, dass das Ganze wirklich diesen Spat ausrechnet. Auch hier ist der Betrag wieder wichtig. Es gibt ja auch zwei Sonderformen von, nämlich hier unten. Um was geht es da? Genau, die sind wichtig, weil die muss man sehr oft ja berechnen. Das eine wäre die Pyramide mit einer quadratischen Grundfläche. Und das kennen wir ja schon beim Volumen einer Pyramide, da ist eben ein Drittel noch davor. Das ist hier auch, das ein Drittel muss noch davor. Genau, die restliche Formel ist genau die gleiche wie oben beim Volumen. Und so verhält sich es auch hier unten bei der Pyramide mit der dreiseitigen Grundfläche. Da ist es ein Sechstel mal das Volumen von oben. Das mit dem Sechstel ist kein Zufall, warum? Na gut, diesmal ist die Grundfläche dreieckig und wir haben ja links schon gesehen, beim Dreieck ist der Faktor ein halb davor. Also muss man jetzt auch noch ein halb davor packen, halb mal ein Drittel ist ein Sechstel. Genau, das wäre genauso, wenn man hier sich vorstellen würde, hier wäre sozusagen eine Unterbrechung, dann haben wir auch nur eine dreieckige Grundfläche und dann haben wir ein halb mal ein Drittel und wir kriegen ein Sechstel. Und du hast es gerade schon gesagt, das müssen wir jetzt einfach in Übungen anschauen. Die Formeln sind da, wenn wir damit lernen umzugehen, dann stellen die zugehörigen Aufgaben gar keine Schwierigkeit mehr dar.
So, die Aufgabe lautet, berechne das Volumen einer Pyramide mit den Ecken A, B, C und D. Wir haben hier also vier Punkte, die diese Pyramide beschreiben. Das heißt, es muss sich um was für eine Art von Pyramide handeln? Na gut, wenn sie vier Eckpunkte hat, dann muss es eine Pyramide mit dreiseitiger Grundfläche sein. Wir haben quasi die drei Punkte auf dem Boden und den einen letzten, der die Spitze bildet. Und jetzt kommt das Schwierige dazu. Man könnte diese Pyramide jetzt ja von allen Seiten betrachten. Also theoretisch kann jeder der vier Punkte der sein, der oben in der Spitze sitzt und die anderen drei die unteren. Wir nehmen jetzt mal den klassischen Fall mit A, B und C auf dem Boden und D ist die Spitze. Wir haben das Ganze hier jetzt grafisch visualisiert und auch gleich die Formel oben von unserem Regelaufschrieb rüber kopiert. Jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Da kommt dieser kleine Vektor C, A und B vor. Die haben wir jetzt ja hier nirgends. Irgendwie müssen wir das ein bisschen anpassen. Ja, aber gut, aber bei dem, was wir in der Regel oben hatten, haben wir immer vom Punkt links unten angefangen. Das wäre hier A. Und C wäre dann der Vektor, der nach oben geht, also zu D, also der Vektor AD. Genau. Also können wir uns gleich notieren. V ist gleich ein Sechstel, das übernehmen wir. Auch die Betragsstriche bitte nicht vergessen. Mal AD, also der Vektor AD. So, mal. Und jetzt kommt das Kreuzprodukt aus den beiden Vektoren, die die Grundfläche einschließen. Und das wären hier doch AB und AC. So, und was man jetzt hier auf keinen Fall vergessen darf, ist eine Klammer um das Ganze drumherum, weil wir erst das Kreuzprodukt bilden. Dabei kommt wieder ein Vektor raus, also hier, und dann damit das Skalarprodukt bilden mit AD. Gut, dann machen wir das mal schrittweise. Erstmal brauchen wir überhaupt diese drei Vektoren. Das könnt ihr mal machen, bildet die drei Vektoren und die Lösung dazu gibt es in 3, 2, 1. So, diese drei Vektoren sollten rauskommen, AD, AB und AC. Und jetzt brauchen wir als nächsten Schritt das Kreuzprodukt AB Kreuz AC. Das habt ihr selber auch schon bestimmt, das könnt ihr wieder machen. Das war das mit den mehreren Zeilen, wo man die obere und die untere wegstreicht. Und wichtig, es sollte am Ende ein Vektor rauskommen. Gut, aber die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Wie immer haben wir das Vektorprodukt als kleine Nebenrechnung gemacht, damit wir die Zeilen untereinander schreiben können. Raus kommt der Vektor 29, 26, 60. Den haben wir hier drüben auch eingetragen als Ergebnis des Vektorprodukts. So, beim normalen Vektor haben wir an der Stelle immer geschaut, ob man kürzen kann oder nicht. Wie sieht es diesmal aus? Hier geht es nicht. Hier muss man wirklich das Ergebnis so stehen lassen, sonst verfälscht man das Ergebnis. Gut, jetzt haben wir das Vektorprodukt bestimmt. Das war der Teil der Rechnung hier oben. Den Vektor AD kennen wir schon, den haben wir hier. Das heißt, wir müssen daraus das Skalarprodukt bilden, dann den Betrag machen und dann das Ganze mal ein Sechstel. Und das solltet ihr jetzt auch noch selber hinkriegen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, genau das haben wir hier gemacht. Wir haben die Vektoren eingesetzt, wir haben das Skalarprodukt berechnet. Dabei haben wir den Taschenrechner manchmal zur Hilfe genommen, weil 18 mal 29, ein bisschen schwer im Kopf. Muss nicht so sein. Dann haben wir 522 plus 156 minus 480. Das sind sozusagen die drei Zeilen, die beim Skalarprodukt entstehen. Wichtig, da kommt kein Vektor raus, sondern wirklich nur eine Zeile, die uns dann auf eine Zahl führt, von der man den Betrag bildet. Der Betrag davon wäre 198, also ein Sechstel mal 198. Und das sind 33. Wichtig bei dem Betrag, wenn da eine negative Zahl rauskommt, dann macht er einfach das Minus weg. Hier kam eine positive Zahl raus, das heißt, da mussten wir nichts weiter beachten. Gut, weitere Aufgaben gibt es im Unterricht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.